Hartnäckige Figurprobleme, Hautprobleme, Haarverlust, beschleunigte Alterungsprozesse und Zivilisationskrankheiten werden wesentlich durch ein Übermaß an Säuren verursacht. Hier erfahren Sie, wo diese Säuren herkommen oder im Körper entstehen. Mit diesem Wissen können Sie selbst etwas dafür tun, nicht zu übersäuern. Vermeidbare Fehler werden vor allem bei der Ernährung gemacht. Aber auch durch unser heutiges Bewegungsverhalten und durch Stress entstehen Säuren. Über Jahrmillionen haben wir uns immer viel bewegt und uns vorwiegend pflanzlich, vitalstoffreich und basenüberschüssig ernährt. Aber was wir heute an tierischen Produkten, an Zucker und Süßigkeiten, Fertigprodukten und Zusatzstoffen, an Schmerzmitteln, Medikamenten und Schadstoffen zu uns nehmen, belastet unseren Körper und führt ihn in die Übersäuerung. Noch unsere Großeltern haben bei täglicher, intensiver, körperlicher Arbeit meist lediglich einen Sonntagsbraten genossen. Das war vielleicht etwas wenig, denn hochwertiges Stück Fleisch bietet durchaus Vorteile, zum Beispiel reichlich Aminosäuren. Warum wir Eiweiß brauchen, erfahren Sie in den entsprechenden Filmen. Aber was viele Menschen heute täglich, morgens, mittags, abends und auch zwischendurch mengenmäßig und in oft fragwürdiger Qualität konsumieren. Ich sage nur Leberkäse und Bratwurstbrötchen. Denn das führt im Körper zu Mengen an Säuren, die nicht mehr über die Nieren ausgeschieden werden können. Insbesondere Harnsäure fördert Osteoporose und auch deshalb leiden Millionen Menschen in Deutschland unter Gicht. Für ein schönes, gesundes, langes Leben sollten Sie nicht zu viel Eiweiß zu sich nehmen, sondern lieber auf beste Qualität und bewussten Genuss achten. Äußerst problematisch ist der heutige Konsum an Zucker und Süßen, aber auch an einfachen Kohlenhydraten in Form von Weißmehlprodukten wie Weißbrot, Brötchen, Toast, Kekse und Kuchen, die unser Körper ganz schnell zu Zucker verstoffwechselt. Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich der durchschnittliche jährliche Zuckerkonsum von ca. 3 Kilogramm auf heute deutlich mehr als 30 Kilogramm pro Kopf gesteigert. Fatal ist, viele merken das nicht einmal, weil der Zucker oft versteckt ist in unseren industriell verarbeiteten Nahrungsmitteln. Angefangen mit den überzuckerten Müslis und Brotaufstrichen über Fruchtjoghurt und sogar Wurstwaren bis hin zu Fertigsoßen und Dressings für den Salat. Zucker ist eine enorme Belastung für den Säure-Basen-Haushalt, denn bei der Verstoffwechselung von Zucker entstehen zahlreiche Säuren und zur Verstoffwechselung von Zucker werden Vitamine, Mineralstoffe und andere Vitalstoffe verbraucht. Außerdem beschleunigen Zucker und einfache Kohlenhydrate die Vermehrung von Pilzen im Darm und es kommt zu immer mehr Blähungen, dicken Bäuchen, schlechten Leberwerten, Kopfschmerzen und Migräne durch die Gärungsprozesse und den entstehenden Fuselalkohol. Deshalb greifen Sie lieber zu vollwertigen, komplexen Kohlenhydraten, denn Kohlenhydrate an sich brauchen wir schon. Ich empfehle anstatt Nudeln, Baguette oder Pizza eher Vollkornprodukte, besser noch glutenfreie Hirse, Buchweizen, Quinoa und Amaranth und natürlich Kartoffeln. Diese Nahrungsmittel bieten Ihnen gleichmäßig und lange Energie, auch für Gehirn und Nerven und auch für die erforderlichen Substrate für eine perfekte Fettverbrennung. Das ist wichtig für Ausdauersportler und wenn Sie abnehmen wollen. Denn Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Ohne genügend Kohlenhydrate entstehen reichlich Säuren. Für den Sportler bedeutet das einen Leistungseinbruch und ordentlich Muskelkater. Bei radikalen Diäten nehmen sie zwar anfangs toll ab, aber die entstehenden Säuren entmineralisieren und schwächen das Gewebe. Außerdem lagern sich die Säuren bevorzugt in den Problemzonen ab, sodass sie schlimmstenfalls völlig aus der Form geraten. Also, komplexe Kohlenhydrate ja, aber möglichst wenig einfache Kohlenhydrate und möglichst keinen Zucker. Auch in unseren Getränken versteckt sich heute sehr viel Zucker. Aber auch viele Säuren. Mit Softdrinks, Eistee und Co. konsumieren Sie zum Beispiel sehr viel Phosphorsäure. Ein Übermaß an Phosphorsäure neutralisiert der Körper mit Calcium aus seinen eigenen Knochen.
Das fördert die Knochenerweichung und Osteoporose. Noch schädlicher sind auf Dauer die vielen Energy Drinks. Die enthalten so viel Säuren, dass Zahnärzte schon seit Jahren vor Zahnerosion warnen. Leitprodukte sind auch nicht besser. Die sind zwar kalorienreduziert, führen aber im Körper zum Beispiel zu Ameisensäure. Aber auch die Zucker- und Säuremengen, die man heute mal eben mit einem Liter Fruchtsaft aufnimmt, belasten die Säure-Basen-Balance. Meine Empfehlung lautet, trinken Sie in erster Linie Wasser. Am besten stilles Wasser und Kräutertees, die reinigen dann auch gleich Ihren Körper. Säfte am besten nur als Schorle genießen. Das waren jetzt nur die Highlights der Säuren, um Sie etwas dafür zu sensibilisieren, was für viele heute normal ist. Über den Tag summieren sich die verschiedenen Säuren. Basisch ausgleichendes Obst und Gemüse werden immer weniger verzehrt. Der Säure-Basen-Haushalt gerät dadurch zunehmend aus der Balance. Der Blutdruck steigt und immer häufiger kommt es zu Kopfschmerzen. Entsprechend greifen viele immer häufiger zu Schmerzmitteln. Doch auch die können Schaden anrichten, wenn sie zu oft und leichtfertig eingenommen werden. Denn die enthaltenen Säuren wie Acetylsalicylsäure belasten den Säure-Basen-Haushalt und insbesondere die Nieren. Mediziner schlagen schon Alarm. Ein immer größer werdender Prozentsatz von Nierenschäden geht bereits auf Kosten von frei verkäuflichen Schmerzmitteln. Seien Sie deshalb mit Schmerzmitteln bitte zurückhaltend und trinken Sie erstmal gezielt einen halben Liter stilles, warmes Wasser. Hinzu kommen aber dann noch Schadstoffe aus der Umwelt, wie zum Beispiel Lösungsmittel, Auto- und Industrieabgase. Die stellen eine tägliche Belastung für unseren Organismus dar. Aber auch Nikotin und Alkohol sind für unseren Körper Zellgifte. Ebenso wie Quecksilber aus dem Amalgam und andere Metalle aus Zahnersatzmaterial. Das Aluminium aus den Deos und Antitranspirantien ist mittlerweile bekannt als ausgesprochenes Nervengift. Aluminiumhydroxid im Gehirn steht im Zusammenhang mit Demenz und Alzheimer. Mittlerweile konsumieren wir über Fertigprodukte jährlich pro Kopf ca. 18 Kilogramm Zusatzstoffe. E-Nummern in Form von Farbstoffen, Aromastoffen, Geschmacksverstärkern und Konservierungsmitteln, die unser Körper so nicht kennt. Die muss er erstmal verstoffwechseln und ausscheiden können. Insbesondere die Konservierungsmittel beeinträchtigen unsere Darmflora. Und spätestens nach dem Einsatz von Antibiotika sollten Sie mit gezielten Präparaten Ihre Darmflora wieder aufbauen. Was vielen gar nicht bewusst ist, auch das heutige Bewegungsverhalten ist eine Herausforderung für unseren Säure-Basen-Haushalt. Über Jahrmillionen haben wir uns fast den ganzen Tag über viel bewegt. Dadurch hat sich unser Herz-Kreislauf-System für die optimale Durchblutung des Körpers an die Unterstützung der sogenannten Muskelpumpen gewöhnt und sich daran angepasst. Unser Herz ist lediglich darauf ausgerichtet, das arterielle Blut in den Körper hineinzupumpen. Das venöse Blut wird insbesondere durch die Kontraktion der Muskeln wieder zum Herzen zurückgepresst. Bei Bewegungsmangel fließt unser Blut relativ gesehen zu langsam und transportiert zu wenig Sauerstoff und Nährstoffe zu den Zellen hin und zu wenig Kohlensäure und andere saure Stoffwechselendprodukte von den Zellen weg. Insbesondere in unseren Beinen versackt das Blut, weshalb die Probleme gerade in den unteren Extremitäten deutlich zunehmen. Der gut gemeinte Versuch, die über den Tag fehlende kontinuierliche Bewegung als übertriebenes anaerobes Training nachzuholen, übersäuert den Körper dann noch zusätzlich mit Milchsäure, Essigsäure und Harnsäure. Orientieren Sie Ihr Training an Ihrer eigenen Belastungsgrenze. Kommen wir zu guter Letzt noch auf die zunehmende Stressbelastung zu sprechen. Sei es durch Lärm, durch die Anforderungen im Beruf, aber auch schon in der Schule oder der Ausbildung. Oder auch durch den Stress, durch zwischenmenschliche Reibereien. Stress führt zu einer Adrenalinausschüttung und im gestressten Stoffwechsel entstehen reichlich Säuren. Als Steinzeitmenschen hatten wir Stress, wenn wir gejagt haben oder gejagt wurden. Und über die damit verbundene körperliche Bewegung war das Adrenalin wieder abgebaut. Heute haben viele Menschen Dauerstress
und Daueradrenalin. Die Betroffenen sind dauersauer und verbrennen sich im wahrsten Sinne des Wortes selbst bis hin zum Burnout. Hier können eine vitalstoffreiche, basenüberschüssige Ernährung und aerober, also sauerstoffüberschüssiger Sport, sehr sinnvoll zur Säure- und Stressprävention eingesetzt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, die heutigen Ernährungs- und Lebensgewohnheiten verursachen in der Summe die zahlreichen Probleme und Krankheiten, die wir heute in der Zivilisation haben. Vieles davon wäre vermeidbar, wenn Sie entsäuern, entschlacken und regenerieren und ein schönes, gesundes, langes Leben haben wollen, dann schauen Sie sich dazu gerne den nächsten Film an. Ich freue mich auf Sie. Bis gleich.